Auf Korsika sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr Unabhängigkeit von Frankreich zu demonstrieren. Sie fordern unter anderem eine Amnestie für korsische Nationalisten, die im Gefängnis sitzen. Die Gefangenen müssen näher zu ihren Familien. Sie haben ein Recht darauf, in ihrer Heimat zu sein, wie alle anderen auch. Der Protest findet eine Woche vor dem geplanten Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Insel statt. Wir kämpfen dafür, dass die korsische Sprache anerkannt wird und denselben Status wie Französisch erhält. Regiert wird Korsika schon seit 2 Jahren von den Nationalisten. Bei den Regionalwahlen haben sie kürzlich Rekordergebnisse eingefahren.